Ich bin David. Und nachdem ihr in der letzten Animation schon sehen konntet, wie ein Tag in TKWs Leben aussieht... Ja Mann, schaut euch das an, das ist viel besser als der Scheiß hier. Los, geht dahin, los! Was genau tust du hier? Werbung für ein Video, das viel besser ist als das hier. Also los, geht da jetzt sofort alle hin, sofort! Sag mal, spinnst du? Das hier ist mein Video, verpiss dich! Oder ich mach dich krankenhaus, Alter! Intro! Endlich weg, der Idiot. Naja, dann können wir jetzt endlich anfangen. Also, mein Tag beginnt, wie hätte das gedacht, mit dem Schlafen. Moment. Wer hat den Scheiß geschrieben, Alter? So kann ich nicht arbeiten! Nee, du Opfer. Oh nein, nicht schon wieder der. Also, nochmal ganz von vorne. Ich möchte euch heute von einem ganz besonderen Tag in meinem Leben erzählen. Logischerweise fing dieser, wie jeder andere, auch damit an, dass ich aufstand. Da keiner das Umziehen, Duschen, Frühstücken oder den ganzen anderen Mist braucht, schaute ich noch schnell die Nachrichten. Es ist 5.30 Uhr und nun die heutigen Nachrichten. Guten Morgen. Gestern kam es wieder vermehrt zu Kämpfen zwischen Menschen und Monstern. Zeugen berichten von Toten auf beiden Seiten. Wir schalten nun zu unserem Reporter Klaus Klebig, der sich live vor Ort befindet. Vielen Dank, Manni. Hier wütete gestern noch eine gigantische Schlacht. Zum Glück hat sich die Lage hier wieder beruhigt. Doch was denken wohl die Beteiligten über die ganze Sache? Sind die Kämpfe ihrer Meinung nach überhaupt gerechtfertigt? Verstehe. Und damit zurück ins Studio. Das war Klaus Klebrig vom Ort des Geschehens. Kommen wir nun zum Sport. Aus der alljährlichen WM in Küheschubsen ging ein Siegerteam hervor. Gewonnen haben die Gebrüder Inzest. Diese lagen bis zur zweiten Halbzeit hinter den Verlierern zurück, doch schon nach 2 Minuten nach Anpfiff der zweiten Hälfte schafften sie es mit der dicken Bertha ihre Punkte zu verdoppeln und sicherten sich so doch noch den Sieg. Das waren die heutigen Nachrichten. Heute Abend begrüßt Sie dann meine reizende Kollegin Gudrun Fettbacke. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Nach den Nachrichten sehen Sie nun den Kultfilm Das Loch und danach Mainz, wie es singt und lacht. Besorgt über die gerade geschauten Nachrichten machte ich mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Plötzlich hörte ich einen lauten Knall hinter mir und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, wurde um mich herum gekämpft. Überall waren Zombies, die gegen Menschen aus meinem Dorf kämpften. Es war schrecklich. Ich schnappte mir also ein Schwert und heilte. Oh mein Gott, danke! Du bist mein Retter! Ich sah ein, dass es purer Selbstmord war, wenn ich hier bin. Deshalb rannte ich in eine nahegelegene Höhle unter der alten Ruine im Dorf. Irgendwann kam ich in eine tiefe Schlucht. Unten sah ich ein paar Zombies, die wohl auf ihre angreifenden Artgenossen warteten. Ich musste dieses Gesindel auslöschen. Also stürzte ich mich in die Tiefe und griff an. Plötzlich kam ein Polizist aus einer Nebenhöhle. Wie zur Hölle kam hier ein Polizist hin? Waren Sie das? Naja, ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Dann danke ich Ihnen hiermit im Namen des ganzen Landes. Sie haben etwas vollbracht, was die Polizei schon seit mehreren Monaten versucht. Dieser Zombie war nämlich für die ganzen Überfälle in letzter Zeit verantwortlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten. Heute Morgen starb der Anführer der Zombies während einem Angriff auf das Dorf Steiningen. Ein Mann von dort namens David vollbrachte diese Tat.
Auf der Flucht vor den Angreifern trat er zufällig auf das Lager des Anführers. Er ermordete alle Zombies, die sich dort befanden. Die Polizei war dem Anführer schon auf der Spur, doch traf sie wenige Sekunden zu spät am Tatort ein. Die Mordanklage gegen David wurde fallen gelassen und er wurde zum Staatshelden ernannt. Die Minecraft Minecart Gesellschaft verkündete, dass erneut gestreikt werden soll. Es soll den längsten Streik der Geschichte der Minecarts geben. Sie fordern, dass Privatpersonen verboten wird, eigene Minecart-Strecken zu verlegen und zu nutzen. Kommen wir nun zum Sport. Sie standen an den Hängen und Pisten. Im Skiweitsprung gewann der Supersportler Herbert H. Hebert. Er sprang grandiose 300 Blöcke weit. Beim Boxen gewann der Favorit der Ficker. Er boxte seinen Rivalen schon mit dem ersten Schlag K.O. Das Einzige, was er dazu sagte, dass seine Gegner alles Lappen seien. Das waren die heutigen Nachrichten. Morgen früh begrüßt ihr dann wieder meine Kollegin Trolla zu den morgigen Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Du sollst hier einen Tag aus deinem Leben wiedergeben und dann kommt da so ein ausgedachter Bullshit bei raus? Na komm schon. Die Leute wollen die Wahrheit hören, also los, wie sieht dein Tag wirklich aus? Na gut, diese Geschichte ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber das ist ja wohl nicht verboten, oder? Aber wie du willst, dann erzähle ich halt eins von meinen anderen unzähligen Erlebnissen. Also, damals, kurz nach meiner Krönung zu König von Minecraft... Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Dann zeige ich euch eben, wie so ein Tag in seinem Leben aussieht. Film ab! Arschloch, das geh ich Mami erzählen und dir wird dir schon zeigen, wo der Hammer hängt. Naja, jedenfalls nicht in seiner Hose. Aber das ist ein anderes Thema. Und das war's auch schon mit einem Tag im Leben eines Dawids. Wenn euch dieser kurze Einblick gefallen hat und wir euch wenigstens ein bisschen zum Lachen bringen konnten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut entweder die letzte Animation an, in der ich gezeigt habe, wie ein Tag in meinem Leben aussieht, oder lasst ein Abo da, um kommende Videos nicht mehr zu verpassen. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Das war's von uns, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss! Rache ist Leberwurst! Blutwurst, du Otto.